Ja, heute ist Katja Kauer Gast auf unserem Channel Digitale Bildkulturen. Sie ist Literaturwissenschaftlerin, ist Philosophin und lehrt zurzeit an der Universität Fribourg in der Schweiz und an der Uni in Tübingen. Und ja, vor kurzem haben Sie, Frau Kauer, einen, wie ich finde, wirklich sehr interessanten, irgendwie auch blicköffnenden neuen Begriff in die Debatte gebracht, in die Debatte darüber, eigentlich auch vor allem, wie, welche sozialen Auswirkungen so die boomenden Bildpraktiken in den sozialen Medien haben. Und es ist so, dass Sie vor allem jetzt in der zeitgenössischen Literatur beobachten, dass es da zunehmend vorkommt, dass eben nicht nur das Handeln von ProtagonistInnen geschildert wird, sondern dass zugleich so die Außenwirkung dieses Handelns auch zum so einem literarischen Thema wird, sodass also suggeriert wird, den AkteurInnen sei sozusagen die eigene Bildhaftigkeit in jedem Moment auch bewusst. Und da ist jetzt so Ihre Hypothese, ob das nicht damit zu tun haben könnte, dass man eben heutzutage so viele Selfies macht, dass so viele Menschen eben ihren, ja, ihren eigenen Alltag auf Instagram, auf TikTok, anderswo eben so oft zum Bild werden lassen, so oft posten, und damit aber eben halt immer auch schon reflektieren oder in gewisser Weise auch präsent haben, sondern welches Bild sie für andere abgeben. Also, weil auch den Blick, den andere auf sie haben, sondern das verinnerlichen und ja, dass viele sagen auch darauf achten, ob sie sagen gegenüber diesem Blick von außen, von Dritten, ja, sagen standhalten können, ob sie sagen immer im richtigen, in gutem, in angemessenem Licht präsentieren, ob sie sagen auch die Erwartungen, die Ansprüche anderer erfüllen. Und das ist jetzt Ihr Begriff, den Sie da geprägt haben. Sie sprechen dann vom Digital Other, um sagen, diese neue, diese zusätzliche Instanz, die hier vielleicht jetzt ins Spiel kommt, zunehmend ja, zu benennen. Und naja, klar, die erste Frage liegt auf der Hand, die ich gerne mit Ihnen besprechen möchte oder die ich Ihnen stellen möchte, nämlich wie genau Sie jetzt an diesen Begriff des Digital Other eigentlich herleiten, definieren würde, ob es so für Sie ein Schlüsselerlebnis gab, wo Sie sagen, oh, da habe ich plötzlich kapiert, da ist ein Phänomen, das ziemlich aussagekräftig ist für unsere Gegenwart. Und dass es verdient, einfach auch mal genauer beschrieben zu werden und eben begrifflich gefasst zu werden. Ja, also vielen Dank für die Einführung. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Mein Digital Other, so wie ich ihn getauft habe, ist tatsächlich in mein Bewusstsein gekommen durch die Literatur. Also ich schaue Literatur vielleicht dann auch philosophisch an. Ich werde nämlich diesen Digital Other tatsächlich fast als neue Subjektivierungstechnik beschreiben. Aber der Befund ist sowohl ein kulturwissenschaftlicher auch als auch ein literaturwissenschaftlicher oder fast sogar narratologischer. Und zwar ist es so, also es ist mir aufgefallen an Texten, dass wir sozusagen eine Figur kennenlernen durch die Literatur und wir unterscheiden erzähltechnisch von der internen oder externen Fokalisierung. Also fragen uns, ist die Erzählung, kommt die Erzählung von innen, an einer Innenperspektive oder einer Außenperspektive? Und zum Beispiel, weil ich gebeten war, einen Vortrag oder die Idee hatte, einen Vortrag über Lives Rand Allegro Pastel zu halten, da kommt das vor, aber es ist nicht nur bei ihm, also es trifft ich in vielen gegenwartskulturellen Texten. Und da haben wir Figuren und wir können die Erzählperspektive nicht beschreiben. Also wir haben da Figuren, Tanja, Jerome, und da gibt es Thesen, das ist eigentlich ein Ich-Erzähler, der aber es wird immer in der dritten Person erzählt oder es ist auktorial, es ist extern, es schaut von außen, es schaut von innen. Sie können es nicht genau fassen. Und meine These ist halt, dass sich extern und intern auf bizarre Weise verlinken. Und diese Verlinkung nenne ich den Digital Other, dass der Blick der anderen eines allgemeinen
einer allgemeinen Community, ein allgemeiner Blick auf ein, aber schon internalisiertes und die Figuren sozusagen sich selbst immer von außen betrachtend beschreiben und ihre Handlung danach werten. Also bei Lafrand gibt es dann so Stellen, wo einerseits das Innenleben einer Figur beschrieben wird, also was eine Figur in einem bestimmten Moment fühlt, und zugleich dann beschrieben, dass diese Figur reflektiert, oh, meine Gefühle sieht man mir aber vielleicht jetzt gar nicht an oder sieht man mir besonders gut an, ich gebe ja jetzt gerade ein gutes Bild ab, erfülle sorgfältig irgendeine bestimmte Vorstellung von etwas, die Dritte haben mögen über eine bestimmte Situation. Genau. Also es gibt markante Passagen und jetzt auch, dass wir jetzt gerade über Lafrand sprechen. Wie gesagt, ich tue man täte der Literatur Unrecht oder Frau in meinem Fall, wenn ich das nur auf Lafrands Texte anwendbar finde. Aber ein Beispiel, das ich auch sehr markant finde, eine Figur, nämlich Tanja, wird von einer anderen Frau angeflirtet. Und dann sagt sie so, ja, es ist eigentlich ganz angenehm. Es ist immer angenehm, wenn Frauen einen begehren. Aber dieser Caro mit ihrer Kurzhaarfrisur, die sieht anders als ich, doch eindeutig über 30 aus. Und ich kann es ihr nur bedingt gönnen, dass sie mit mir rummachen darf. Und sie haben dieses Gefühl, okay, das sind jetzt objektive externe Beschreibungen. Die eine Frau sieht über 30 aus, die andere Frau nicht. Aber wenn Sie genau gucken, sind das natürlich nur intern fokalisierte, absurde Beschreibungen. Es gibt nichts in der Welt wie die Realität, jemand sieht etwas über 30 und jemand sehr über 30 aus. Und an dieser Stelle habe ich gemerkt, dass Tanja ihr Begehren, also Tanja hat keine Möglichkeit, ihr Begehren anders zu formulieren als über eine verinnerlichte Perspektive von außen. Dass es diese Außenperspektive wirklich so gibt, behaupte ich gar nicht. Aber dass das Ich sich nur in einem Außen sozusagen überhaupt erkennen und überhaupt seinen Raum in einem fiktiven Außen, in einem allgemeinen Bild auf sich selber, überhaupt dieses Ich erst stattfindet. Mhm. Und das hier mir an dieser Szene aus, dass das Begehren sozusagen nicht, es wird nicht verhindert, weil irgendwelche Leute sagen, die beiden passen nicht zusammen. Und es wird auch nicht verhindert, weil das Ich authentisch sagt, die Frau gefällt mir nicht, ich stehe nicht auf Kurzhaarfrisuren, sondern der Digital Other verhindert, dass ich Begehren formen kann, weil Caro abcheckt, oh, Tanja, Caro könnte mich mit ihrer Kurzhaarfigur, vielleicht Frisur, vielleicht etwas downgraden oder so. Mhm, Also wir können ja auch nachträglich noch die Stellen, auf die wir zu sprechen kommen, weit im Kommentarbereich dann zitieren, sodass man das auch nochmal genau nachlesen kann. Und gerade bei Lafrand lohnt es sich ja wirklich, Detailphilologie zu betreiben und diese Verschiebung auch der Erzählperspektive, die Sie gerade skizziert haben, die ist ja da wirklich sehr, sehr virtuos auch durchgeführt. Jetzt, so wie Sie es aber gerade auch rekonstruiert haben, dieses Beispiel, klingt es ja schon auch so, als seien Sie nicht so ganz glücklich, dass es jetzt dieses Digital Other gibt. Also als würde es die Menschen vielleicht noch unfreier machen, dass sie in so einem Bildzwang eigentlich auch stecken. Sie wissen, sie geben immer ein Bild ab. Sie werden von diesen Bildern geprägt in ihrem Selbstverständnis. Und also als sei das doch vielleicht auch so eine externe Gewalt, die über die Individuen da hereinbricht. Und also zumindest glaube ich gerade so ein bisschen so eine kulturkritische Komponente rausgehört zu haben bei Ihnen. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Ich glaube, dass das Kritische hat mit der Genese des Begriffs zu tun oder mit meiner Genese, obwohl man aus vielen, also man könnte sozusagen psychoanalytisch oder mit Lacan auf das kommen. Und ich bin eher ich habe sozusagen den Begriff des Digital Others analog zu dem Begriff des Patriarchal Other, der von einer amerikanischen Philosophin geprägt wurde,
die sich auf Foucault bezieht. Also wir wissen, Foucault, das moderne Subjekt, hat sozusagen Macht internalisiert, kontrolliert sich selber, das Panoptikum. Und die These von Sandra Libartke aus den, also ich denke, im Zuge der zweiten Welle der Frauenbewegung, der Aufsatz, auf den ich mich beziehe, ist, glaube ich, von 88, aber als ich den in meinem Auslandssemester in Nottingham gelesen habe, war der schon Klassiker, so. Also ist aber nie ins Deutsche übersetzt worden. Und in diesem Aufsatz, The Modernization of Patriarchal Power, heißt der, beschreibt sie, dass Frauen sozusagen eigentlich nicht mehr kontrolliert werden, also dass in die Wege, in die Karriere oder so nicht gleichermaßen versperrt war wie noch ihrer Mutter- und Großmüttergeneration, dass Frauen sich aber selber permanent zum Objekt machen. Also sich selber, und ich finde dieses Zitat wunderbar, das werden wir dann einbinden auf Englisch, aber übersetzt würde das ungefähr so laufen, dass in jeder Frau Bewusstsein ein innerer Richter wohne, der als innerer Connoisseur jede Handlung der Frau bemisst. Und diesen inneren Connoisseur, diesen inneren Richter nennt sie halt das oder den Patriarchat. Und die Schwierigkeit ist, wenn man sich auf gendertheoretische oder gar feministische Texte bezieht, dass dann die Gefahr lauern könnte, dass meine These auch sozusagen einen dezidiert feministischen Raum absteckt. Und das ist absolut nicht der Fall. Mein Digital Other ist genderneutral. Der betrifft jedes Gender. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich Bartkys Patriarchal Other ganz klar eine Instanz, die sie kritisiert, weil sie Frauen unfrei macht. Und wahrscheinlich, also sind meine Texte dazu auch eher kritisch gefärbt in diesem Sinne, weil ich, und da würde ich mich auf Simone de Beauvoir beziehen, weil natürlich der Zwang zur Selbstobjektivierung einen Narzissmus befördert, der dich als Mensch unfrei macht. Das ist auch ein schönes Zitat, das können wir auch einblenden. In Simone de Beauvoirs berühmten Klassiker Das andere Geschlecht gibt es ein kurzes Kapitel über den Narzissmus. Und da gibt es das schöne Zitat: Doch das Schauspiel des Narzissmus geht auf Kosten des realen Lebens. Als Beute ihres eigenen Ichs verliert die Narzisstin oder auch der verliert Narzisst jeden Zugriff auf die Welt. Es wäre ein schwerer Irrtum zu glauben, dass indem sich die Narzisstin oder der Narzisst zum höchsten Zweck erklärt, der Abhängigkeit entrinnen würde. Im Gegenteil, die Abhängigkeit von diesem inneren Richter wächst. Also du wirst in gewisser Weise unfreier oder die nach innen gekehrte Unfreiheit ist sozusagen eine, die dich stärker kontrolliert. Und das macht den kritischen Grundton, den Sie so rausgehört haben, schon das erste Mal, als wir darüber in Berührung kamen. Aber ich selber würde mich nicht als Kritikerin des Digital Others beschreiben. Erstens, weil mir das gar nicht zusteht, weil ich ja selber davon geprägt bin und weil ich eigentlich versuche, dieses Phänomen relativ neutral zu fassen. Nichtsdestotrotz verstehe ich, also ist eine kritische Färbung in dem Ansatz und auch in der Genese dieses Ansatzes mit drin. Ja, ja. Also wie Sie hergeleitet haben, ist es auch sehr nachvollziehbar. Also so wie viele Frauen vielleicht den Male Gaze verinnerlicht haben und sich entsprechend schon den Erwartungen dieses Male Gaze entsprechend dann auch verhalten, obwohl sie sich vielleicht sonst ganz anders verhalten würden, also damit auch normiert werden, damit auch eingeschränkt in ihren Möglichkeiten werden. So könnte man jetzt eben sagen, das Digital Other ist so eine Art von Social Media Gaze, der sich jetzt über uns alle drüber legt und so wird ja auch gerade bezogen auf Instagram sehr oft kritisiert, dass hier eine ganz bestimmte Ästhetisierung auch nicht nur der Personen, sondern auch der Lebenswelten forciert wird und ganz neue Normen entstehen, denen man zum Teil nur sehr schwer zu entkommen vermag. Also insofern kann ich das nachvollziehen.
Man könnte vielleicht sagen, es ist trotzdem ein Unterschied, ob nur ein Teil der Gesellschaft von so einem Gaze betroffen ist oder ob sich so eine bestimmte Art von Erwartungshaltung an, was Ästhetisierung anbelangt, auf die gesamte Gesellschaft bezieht. Aber trotzdem, so eine Unfreiheit ist sicher mal gegeben. Jetzt kann man natürlich andererseits sagen, naja, gab es, funktioniert Gesellschaft nicht immer so, dass Normen entstehen, denen man ausgeliefert ist, denen man mehr oder weniger folgen muss, die einen natürlich in den Möglichkeiten einschränken. Ist das jetzt wirklich so was völlig Neues, das Digital Other ist sicher das Neue, aber sagen dieses Other oder psychoanalytisch gesprochen das Über-Ich oder was immer, das haben wir natürlich in früheren Gesellschaftsformen auch schon. Von daher würde mich ja nochmal interessieren, weil du diese spezifische Qualität dieses Digital Other näher zu bestimmen. Und da würde ich jetzt vielleicht erstmal impulsiv sagen, ach, das ist doch eigentlich auch vielleicht was auch eine zivilisatorische Leistung, dass Menschen sagen, bei dem, was sie tun, auch möglichst oft mitreflektieren, wie das bei anderen ankommt, auf andere wirkt, sondern die eigene Wirkung, die eigene Rezeption immer schon mit im Blick haben. Das ist ja sagen auch vielleicht eben eine Kulturtechnik, die dazu führt, dass insgesamt weit Menschen rücksichtsvoller miteinander umgehen, weil sie auch schon antizipieren, mit was sie vielleicht andere verstören könnten oder beleidigen könnten oder also kränken könnten. Und wenn man das sagen, insofern kann das Digital Other ja auch eine sehr, ja, befriedende und wirklich soziale Qualität im positiven Sinn des Wortes haben. Ich würde halt dazu sagen, also erstens haben Sie recht, um das Erste vorwegzunehmen, diese Form der Kontrolle oder der inneren Kontrolle, das fängt auch nicht beim Patriarchale an, das ist natürlich etwas, zum Beispiel wenn wir jetzt von der Literatur sprechen, diese komische Form, wo sich interne und externe Fokalisierung mischen oder der Blick von außen, finden wir schon zu Ende des 19. Jahrhunderts bei Fontane, dann ganz klar in den berühmten popkulturell ausgerichteten Roman von Irmgard Keun haben wir es direkt, wo die Figur sagt, ich will schreiben wie Film, ich will wie die Schimpfschauspielerin, ich sehe wie Colin Moore aus, also die sich selber beobachtet, am Tisch sitzt und denkt, ich sehe jetzt aber interessant aus für den Nachbarn da drüben. Und mit einem, also wo auch sozusagen der Blick von außen da auch schon mit dem filmischen Medium, also das ist nichts Neues. Und ich finde auch, also ich finde auch Textbeispiele von, sagen wir 2010, wo wir da noch gar nicht in so einem absoluten, also wie wir es jetzt sind, in so einem absoluten Facebook-Hype sind und so, wo wir auch schon Figuren haben, die sich sozusagen nach diesem Digital alle richten. Warum ich aber glaube, dass wir vielleicht mit dem Digital Other in einer Art dialektischen Umschlag des sozialen Bewusstseins zumindest geraten könnten. Das ist jetzt eine steile These, das müsste man auch ausdiskutieren oder das müsste ich weiterdenken. Also wenn Svenja Flasspöhler in ihrem Buch Sensibel, dass ich, also mein Digital Other ist älter, als ich jetzt dieses Buch kenne, das hat damit gar nichts zu tun, aber die so sagt, ja, es gibt sozusagen einen Umschlag von der Sensibilität, die wir entwickelt haben. Das war, ist eine zivilisatorische Stärke und sie ist auch wichtig, aber das schlägt jetzt in seiner Hypersensibilität um. Und mein Digital Other, bei dem erkenne ich halt auch, das ist natürlich, also die praktische Philosophie reflektiert zum Beispiel, dass es um moralisches Bewusstsein haben total wichtig ist, dich dich extern zu betrachten. Also das ist nicht per se schlecht, aber was beim Digital Other meiner Meinung nach gefährlich, obwohl gefährlich ein zu starkes Wort ist, aber vielleicht eine Hyperobjektivierung des Selbst bewirkt, ist, dass es sich ja nicht mehr um reale Resonanz handelt. Also wir haben sozusagen bei diesem Phänomen, ist der innere Richter auf eine Weise anonymisiert, dass du überhaupt, ich bin keine
Frau, die sich wahnsinnig gut in den Termini von Lacan auskennt. Aber vielleicht könnte ich sagen, dass sich sozusagen die imaginäre Identität dermaßen zu Lasten des realen Umgangs ausbreitet, dass das eine Verkürzung darstellt. Also dass meine narzisstische imaginäre Identität, die ich sozusagen nur mit dem Digital Other, der nicht real ist, den es nicht gibt, der nicht wirklich zu mir spricht, der intern fokalisiert irgendwie als innerer Richter an mir herrscht, dass ich den Zugang zur Welt dadurch auch tendenziell verlieren könnte. Mhm. Und Entschuldigung, dass ich das, und das ist auch total unsinnlich, die arme Tanja, also die hat sich jetzt sozusagen jedes Abenteuer mit Caro schon vorweg verdammt. Also es hätte ja sein müssen, dass das nicht klappt oder dass die sich nicht sympathisch oder attraktiv finden, aber eine bestimmte Unsinnlichkeit geht damit einher. Ja, oder eine Verlagerung der Sinnlichkeit. Also ich meine, ich weiß auch, Ralf Rand wurde ja zum Teil genau in der Hinsicht kritisiert, dass das jetzt so übertreibt und so um eine Ecke zu viel die Sache denkt, nochmal wiederum die Gefühle selber reflektiert werden und deren Außenwirkung und das wieder in seiner Rückwirkung beschrieben wird und so. Andererseits ist es ja dann auch so eine fantastische Differenziertheit und Feinfühligkeit, und das ist ja auch eine Art von Sinnlichkeit, die geht natürlich dann weit mehr nach innen als nach außen. Also natürlich in so einem draufgängerischen Sinn ist vieles, was früher an Abenteuer möglich war, dann sicher nicht mehr möglich, doch wenn man dieses Digital Other so sehr ernst nimmt, aber im Sinn mal einer Ausdifferenzierung ist es ja doch auch wiederum so ein Neuland, was beschritten wird. Aber da würde ich Ihnen jetzt tatsächlich widersprechen, ja. Aber vielleicht reden wir auch ein bisschen aneinander vorbei, ja. Von Ralf Rand wegzukommen. Was ich mit dieser Unsinnlichkeit meine, ist, dass eine Figur, die sozusagen sich in Situationen, zum Beispiel bei Sexualität, aber auch beim Essen, wäre ja jetzt egal, über den Blick der anderen wahrnimmt, ist natürlich dann nicht mehr in dem Erlebnis auf eine bestimmte Weise verhaftet. Zum Beispiel hatte ich vor kurzem, es war in meinem vorletzten, also Semester ist ja jetzt schon einen Monat rum, aber da habe ich mit meinen Studierenden einen Textausschnitt besprochen, der hat gar nichts mit Leib ran zu tun, ist auch nicht überreflektiert. Da ist eine junge Frau, die sozusagen einen Crush hat, hat sich sozusagen in ihren Arzt verguckt und möchte den jetzt verführen und geht in das Krankenhaus und verführt ihn. Und dann haben wir sozusagen die Beschreibung der Sexualität ganz explizit, also was da vorgeht. Und gleichzeitig erzählt uns die Figur, wie toll sie das macht. Also das habe ich sozusagen da abgeguckt. Und sie lesen das als Leserin oder auch, ob sie das mit literaturwissenschaftlicher Perspektive betrachten oder rein estimierend. Und das ist absolut unerotisch. Das ist das Gegenteil von Erotik. Weil die Überreflektiertheit oder das seiner eigenen Performance so bewusst sein, was die Figur macht. Und sie zieht daraus Gewinn. Also die ist glücklich, hat das geschafft. Sie hat den Gewinn verführt. Aber das hat eben diese total unsinnliche Dimension, wenn sie es lesen. Und ich glaube aber auch, dass, also Sie haben recht, Sie können als, wenn wir jetzt die Figur echt nehmen, also uns das als reale Situation vorstellen, kann die Figur daraus gewinnen, sie, Nina heißt die, also kann Nina sagen, hey, habe ich super gemacht, bin ich nicht eine geile Bitch und toll, aber es ist natürlich kein sinnlicher Genuss, das ist ein rein auf einer Metaebene. Ich habe die Performance gut gemacht. So, der Unterschied zwischen Performance und Sein, ich weiß, schwierig, poststrukturalistisch betrachtet, aber der wäre es doch, da musste ich auch, jetzt gerade beim Erzählen muss ich daran denken, dass der Trainer von Freiburg, Fußball Freiburg, der ja so relativ bekannt ist, der wurde halt auch gefragt, ja, Freiburg hat nicht so gut performt und da regt er sich total, was soll das denn heißen? Wir haben nicht gut gespielt, wir haben verloren. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihm Unrecht tue, es ist auch jetzt schon eine Weile her, aber ich verstand, was er meinte. Er meinte so,
es geht doch nicht darum, das nur von der Außenperspektive zu betrachten, sondern sozusagen die innere Handlung sozusagen nicht nur auf einer reflektierten Ebene zu beschreiben. Und darum glaube ich, dass der Digital Other zumindest als literarisches Phänomen unsinnliche Literatur produziert. Ja, gut. Ich bringe mal noch mal weiter, was ich jetzt dazu zu sehen, was Sie sagen, assoziiere ein Beispiel aus einem ganz anderen Bereich, wo man vielleicht dann aber sagen wird, zum Glück gibt es das Digital Other. Also wenn wir an den 6. Januar 2021 zurückdenken, als die Trump-Anhänger da das Kapitol gestürmt haben, da war ja interessant, alle mit ihren Smartphones in der Hand, alle haben, während sie gestürmt sind, Selfies gemacht, Videos gepostet, sich an ihre Anhänger adressiert und man hat das Gefühl, sagen sie sind schon im Rausch des historischen Ereignisses und sehen sich im Grunde schon wie so selber auch als Touristen jetzt an einem historisch bedeutsamen Ort, im Nachhinein sagen, dieses Ereignis auch nochmal feiern und waren also sagen, so sehr damit beschäftigt, Bilder zu machen und sagen, nichts zu verpassen von diesem historischen Moment, dass der Moment dann doch nicht so historisch wurde, wie sie sich selber ausgemalt hatten, dass eben dann sagen, dieser Putsch nicht geglückt ist. Also das Digital Other hat sie Sorgen absorbiert, könnte man sagen, hat einen Teil ihrer Kräfte zumindest absorbiert und vielleicht den entscheidenden Teil absorbiert, damit Sorgen der letzte Gewaltausbruch nicht vollzogen wurde. Also das wäre jetzt nicht Sorgen so die Überreflektiertheit und Unsinnlichkeit, aber Sorgen so dieses doch vereinnahmt sein vom Denken an die eigene Wirkung, an das eigene Bild, das man jetzt hier abgibt, an den in dem Fall jetzt so einen vermeintlich historischen Moment, den man schafft. Also man sieht sich dann schon als Denkmal, obwohl man eigentlich erstmal noch was tun muss, damit man je zum Denkmal werden könnte. Also das war vielleicht hier so ein bisschen die Besonderheit. Andererseits, das, was wir jetzt hier besprechen, knüpft ja auch, finde ich, an interessante, ganz andere und alte Diskurse an. Es gibt ja immer wieder auch Skepsis gegenüber Formen des Zubewussten, des Zureflektierten. Also denken wir zum Beispiel 18., frühe 19. Jahrhundert, diese ganzen Diskurse über Anmut. Wo es immer hieß, ja, anmutig kann eine Bewegung oder kann ein Auftreten nur sein, wenn es nicht um sagen, die eigene Anmut, die eigene Schönheit, die eigene Eleganz weiß. Also in dem Moment, wo man das bewusst macht, ist es sagen, schon wieder so professionalisiert und sagen, so gesteuert, dass die wirkliche Freiheit, die halt mit einer anmutigen Bewegung einhergeht, eigentlich schon wieder gestört ist. Also auch hier sagen die Sorge, Reflektiertheit stört oder vermindert Spielräume, Freiheiten. Sehen Sie da auch so Ähnlichkeiten zwischen solchen Anmutsdiskursen, wie wir sie bei Schiller, Kleist und so weiter haben, und dem, was wir jetzt hier uns über das Digital Other unterhalten? Ich glaube, ich sehe Anschlusspunkte, aber ich sehe halt auch die große Differenz. Also wenn wir haben, dass Schiller unterscheidet ja zwischen dem Naiven und dem Sentimentalischen. Und er würde auch sagen, wir sind im 18. Jahrhundert halt in einer Gesellschaft, die nicht mehr diesen Naiven, also diese natürliche Anmut hat. Und ich finde es total interessant, wenn Sie sich auch mit dem Gender-Diskurs des 18. Jahrhunderts beschäftigen, dass Natur total groß geschrieben wird. Den Theoretikern, das waren vornehmlich Theoretiker, aber auch Theoretikerinnen, ist eigentlich bewusst war, dass dieser Natur irgendwie zum Durchbruch geholfen werden muss. Also dass sozusagen alles schon in gewisser Weise, um in Schillers Vokabular zu sprechen, sentimentalisch ist. Und natürlich ist mein Digital Other in dem Sinne auch eine sentimentalische Instanz. Also man ist nicht mehr echt, sondern man ist reflektiert. Ja. Der Unterschied aber ist zwischen einem Menschen, was weiß ich, der Dornenauszieher, der noch naiv ist, also der seiner eigenen Anmut nicht bewusst ist, und dem Reflektierenden, der Frau, die eben die Haare dann so in den Wind läuft und sich die Anmut hervorbringt, was die Gender-Diskurse den Frauen auch nahelegen, ihre Anmut zu unterstreichen, ist halt, dass beide Dinge immer noch
etwas sind, was, wie soll ich sagen, was auf Resonanz von außen oder sozusagen dieser sentimentalische Entwurf von Anu ist sozusagen auf Resonanz von außen angewiesen. Bei meinem Digital Other würde ich es eher so beschreiben, ist Anmut nur noch eine Form, in die sich das Ich zu gießen hat. Diese Form ist nicht universalistisch, die kann sich von Community zu Community ändern, aber die Form ist sozusagen das Wichtige geworden und das Ich ist sozusagen von allem, so wie die Idealisten des 18. Jahrhunderts denken, also dass Ich wählbar ist oder der Mensch sich sozusagen sein Ich wählt, ist dieses Ich eben nicht mehr wählbar, sondern es ist eine konsumerable, fast konsumierbare Form, die zu einem konsumierbaren und konsumerablen Ich führt. Und jegliche Möglichkeit der Differenzierung, der Differenz des Eigenen wird dadurch sozusagen minimiert. Und darum glaube ich, man kann die Entwicklungslinie ziehen zu den Diskursen. Aber ich würde sagen, es ist eben das 21. Jahrhundert oder auch schon das späte 20. Jahrhundert, das ist ein Diskursbruch von Ich-Verständnis. Das ist eine andere Form von Subjektivierung, die über das reine Reflektieren, also nochmal eins draufsetzt, ein Doppel, Extended. Ja. Und sagen, die Dimension der Internalisierung ist eine ganz andere, würden Sie sagen, als früher. Dass man das Digital Other ist sagen, noch einem sagen, viel, viel näher gerückt, als es jetzt irgendwelche Normen und Erwartungen vielleicht früher waren, die sagen, einzelne, die vielleicht jetzt Frauen betroffen haben, von denen man Anmut erwartet hat, zugleich aber irgendwie verlangt hat, dass sie nicht drüber nachdenken, wie sie performen. Das wäre der Unterschied heute. Ich glaube auch, Entschuldigung, dass ich Ihnen ins Wort gefallen bin, ich glaube halt auch, dass die Möglichkeiten der permanenten, also der Optimierung, ich meine jetzt nicht rein nur mit ästhetischen Mitteln, sondern dieser Impetus, du kannst dich verbessern, ist natürlich auch etwas sehr Spätmodernes. Und dass das sozusagen mit dem Gefühl einhergeht, dass ich jenseits, also ich glaube, was der Unterschied ist, ist, dass im 18. Jahrhundert, wenn Frauen dem Anmutsdiskurs sozusagen nachgeeifert sind oder Männer der Würde oder so, dass es aber trotzdem noch die Möglichkeit gab, sein Ich irgendwie zu verirrten in Differenz dazu. Oder wenn ich also Tagebücher einer Fürstin, die Mitte des 18. Jahrhunderts geboren ist, lese, die hatte mit 30 keinen Zahn mehr. Und die war sich schon bewusst, dass das jetzt nicht super anmutig ist. Aber ihre Identität, ihre weibliche Identität, die sie sich durch ihre Beschäftigung mit Kunst und mit Malerei und auch mit Gefühlen für anderen, also sie hat sich sozusagen, hatte die Möglichkeit, ihr Ich dennoch irgendwie zu verorten, auch wenn sie die Form nicht hundertprozentig bedient. Und ich glaube, die Spätmoderne lässt uns kaum die Möglichkeit offen, uns zu begreifen, wenn wir für andere nicht lesbar sind. Also dass wir die permanente Lesbarkeit für andere irgendwie anstreben. Und zwar mit allen Mitteln. Und auch das klingt jetzt wieder nach total moralischer Verurteilung, ist es aber nicht. Es ist, glaube ich, eher auch die Möglichkeit, dass wir das können. Also jetzt ich auch noch Zähne. Ja, dass wir das können und natürlich auch von allen Seiten auch immer sagen, Ratschläge bekommen, uns da professionalisieren können, entsprechend die Ansprüche gewachsen sind, auch in einer sehr kurzer Zeit sehr stark gewachsen sind. Ich meine, wir reden jetzt hier über ein Phänomen der letzten 10, 15 Jahre. Ich hatte neulich einen sehr schönen Text des Internettheoretikers Rob Horning gelesen und da dachte ich auch gleich wieder an ihr Digital Other, weil in diesem Text beschreibt er so, wie es ihm ergangen ist, als er kürzlich so eine große Sammlung von Polaroids aus den 1980er Jahren angeschaut hat. Und da fiel ihm wirklich so auf, was für ein eigentlich
ja, Kulturbruch es seither gegeben hat. Also natürlich erst schon mal so relativ noch naheliegende Beobachtungen. Damals haben die Leute noch keine Selfies gemacht. Also es gab immer eine Person, die hat ein Foto gemacht, die sieht man selber auf dem Foto nicht. Und natürlich die Personen meistens gucken sie in die Kamera oder lächeln oder machen vielleicht auch mal eine Grimasse. Aber er sagt, man so, also wie er das aus heutiger Perspektive wahrnimmt, die Leute konnten sich damals gar nicht vorstellen, dass man sagen, so grundsätzlich sichtbar ist, wenn Bilder von einem gemacht werden, wenn Fotos von einem gemacht werden. Und sagt dann weiter, von diesen Menschen geht so eine Art von Unschuld auch aus in ihrem ganzen Aussehen. Das sieht alles auch nach heutigen Maßstäben ebenso eben unprofessionell aus, so dilettantisch aus, wie Leute sagen, sich gegenüber einer Kamera präsentieren. Und dann sagt er ganz interessant diese Formulierung, ihm käme es so vor, als hätten diese Leute damals eine Aura gehabt, derer sie sich nicht bewusst waren, nämlich eine Aura der Abwesenheit, absence of self-consciousness, von Selbstbewusstsein, ich denke im doppelten Sinn des Wortes, ihrer Selbstbewusstsein, aber auch mit so einem gewissen Habitus der Präsenz. Das fehlte da noch alles. Und aber gerade dieses bisschen unvollkommene, dilettantische empfindet er dann natürlich auch wieder als eine Qualität, die eben heute verloren gegangen ist. Und also so finde ich das eigentlich nochmal ganz schön zu beschreiben im Rückblick, die Menschen eben noch vor wenigen Jahrzehnten, die sorgen noch nicht von so einem Digital Asa eigentlich geprägt waren oder formatiert waren, wo sagen, diese ganze Dimension noch gefehlt hat. Und man kann das heute entweder betrachten als sagen, ein merkwürdiges Defizit oder eine Leerstelle. Man kann es aber natürlich auch nostalgisch sehen, was hatten die sagen noch für eine Unbefangenheit. Und so wie Horning das beschreibt, so wie ich zumindest gelesen habe in seinem Text, den können wir auch nochmal diese Passage unten dann platzieren im Kommentarbereich, ist er auch von dieser Ambivalenz gerade eingenommen, dass es für ihn auch diese zwei Seiten hat. Einerseits macht man sich erstmal lustig, wenn man diese alten Polaroids sieht und denkt, mein Gott, was waren das für irgendwie auch ein bisschen armselige Bilder, die da entstanden sind. Andererseits, im zweiten Blick vielleicht denkt man sich, wie schön war es, dass einem das noch egal sein konnte, wie man auf Bildern aussieht. Ja, das wäre ja dann fast der Effekt, wie damals im 18. Jahrhundert, wo sozusagen die Antiken verglichen werden als noch Naiven, die sich sozusagen noch nicht permanent selber reflektieren oder nicht reflektieren. Und ja, das ist wirklich interessant. Es ist mir bei alten Fotos nicht aufgekommen. Das ist natürlich auch etwas, was wir projizieren. Aber wenn Sie sich sozusagen Tatorte oder DDR-Polizeirufe, ich gucke die manchmal vor, also die vor meiner Geburt, so weiß ich nicht, waren so. Ja. Und sie sehen, ich finde es dann irgendwie interessant, wie die Leute gekleidet waren und auch, dass sie eine andere Form von Schauspiel haben und so, das ist aber alles egal. Das, was der Mann, den Sie zitiert haben, den Polaroids unterstellt, unterstelle ich manchmal auch so ein bisschen den Schauspielerinnen, die halt nicht darauf achten, ob die Zähne jetzt begradigt sind oder nicht und trotzdem lächeln. Ich weiß nicht, ob das Projektion ist oder nicht. Schließlich sind sie Schauspielerinnen und sind sich vermutlich ihrer Performance schon bewusst. Trotzdem kommt mir das wahnsinnig unschuldig vor. Ja. Ein sehr unschuldiges, also ein Tatort von 1978, 79 verglichen mit einem Tatort von schon meinetwegen 2016 oder meinetwegen auch nur 2000, hat irgendwie, ist ein Gap im Sinne der Unschuld in meinen Augen. Ja. Ja, in meinen auch. Wäre natürlich nochmal kritisch zu fragen, ob das nicht typisch ist für alle Zeiten, dass man sagen, im Blick auf zwei Generationen davor solche Anmutungen hat, dass man da. Ich finde es aber nicht positiv. Da muss ich, also zum Beispiel, war zufällig, und da war zumindest bei dem West-Tatort, muss ich sagen, da gab es Frauen, aber die haben dann den Kaffee gebracht und so. Also die Zeiten waren nicht besser. Nee.
nicht. Und dieses nicht reflektiert dann auch, auch viel sexistischer. Also ich weiß zum Beispiel, es gab im Polizeiruf des DDR-Fernsehens, die habe ich jetzt auch kennengelernt, durch die vielen Wiederholungen auf MDR gab es wohl eine Kommissarin, aber die wurde von ihrem Kollegen Mädchen genannt und so. Also es ist nicht in gewisser Weise besser. Also diese Unschuld nicht im Sinne eines Zustands, dem wir nachtrauern sollten, aber zumindest optisch, ästhetisch eben doch, ja, doch different. Also es gibt auch eine Differenz in der Selbstbespiegelung, scheint mir. Ja. Nee, ich meinte auch, ja, ist eher so, dass man natürlich die Standards der eigenen Gegenwart erstmal als Norm setzt und dann verglichen damit etwas Älteres, wo diese Standards anders sind, die jede Abweichung erstmal auch vermerkt. Und natürlich kann man sie nostalgisch oder kritisch vermerken, aber man hat halt immer das Gefühl, es ist noch nicht so weit wie heute. Also man hat zugleich doch so ein Entwicklungsbild oder Narrativ im Kopf. Und deshalb neigt man vielleicht dazu, auf was Älteres immer mit so einer gewissen, sagen, aus der Perspektive des vermeintlich Fortgeschrittenen zu blicken. Aber das wollte ich nur noch mal sagen, das muss man einfach noch mal relativierend berücksichtigen, wenn wir jetzt noch mal versuchen, auch zu ermessen, sagen, wie wirklich neuartig oder kulturell prägend das Digital Other ist. Vor Ja. allem vermutlich ist es, um vielleicht noch einen letzten Punkt, hoffen stiftet ja nicht Verwirrung, aber weil wir jetzt gerade auf den Kontext Film gegangen sind, werden wir natürlich das Hollywood-Kino der 30er, 40er Jahre sehen. Also ich meine nicht nur so große Diven wie Marlene Dietrich oder Greta Garbo, sondern auch Frauen, die jetzt ein bisschen aus dem Bewusstsein verschwunden sind, es sei denn, man interessiert sich für alte Filme. Die sind natürlich auf eine Art selbst objektiviert, die dann 60 Jahre lang ihresgleichen gesucht hat, die man jetzt erst wieder bei den Influencerinnen findet. Also wahrscheinlich ist es ja, so eine Bewegung, nicht nur in dem Sinne. Und deshalb ist es auch wichtig, dass dieses Phänomen des Digitales, man könnte es ja auch die selbstobjektivierende Instanz nennen, beim Erzählen nenne ich es die selbstobjektivierende Erzählweise, dass diese Selbstobjektivierung natürlich mindestens so alt ist wie das 20. Jahrhundert. Nur dass da würde ich immer noch so bleiben, dass die Digitalisierung dieser Selbstobjektivierung auch eine Art Vorschub weit leistet, dass es zu was Universellem wird und nicht nur Genau. für heutige Diven gilt. Ganz genau. Das ist der große Unterschied. Also natürlich, Greta Garbo durfte quasi auch nicht altern und hatte ein Problem damit, durfte das so nicht öffentlich sichtbar machen und hat sich dann zurückziehen müssen als Schauspielerin, um das Bild von ihr zu wahren, das die Öffentlichkeit von ihr erwartet hat. Also sie hatte diesen totalen Druck schon, aber heute würde man sagen, betrifft dieser Druck sehr viel mehr Menschen, zumindest alle, die auch in den sozialen Medien eine Rolle spielen wollen, InfluencerInnen, aber auch noch sicher etliche andere darüber hinaus. Und damit ist es einfach eine ganz andere Dimension, als das früher der Fall war. Das glaube ich, kann man auf jeden Fall sagen. Und deshalb eben wirkt es jetzt auch in andere Bereiche, wie zum Beispiel die Literatur, so hinein, dass es zu ganz neuen auch Konzepten von Protagonistinnen oder von Persönlichkeiten führt, die da beschrieben werden. Stimmt, jeder kann sozusagen, jeder kann zum Star ihres eigenen Lebens werden. Wenn Greta Garbo, das habe ich irgendwann gelesen, die hatte extra jemand, der nur dafür zuständig war, ihre Wimpern zu kämmen. So, was absurd ist und eine totale Ausnahme. Und jetzt wäre aber tendenziell jeder, könnte ein Bewusstsein über seine Wimpern haben, sozusagen. Haben manche mehr oder manche weniger, aber wie sie besonders wirken. Und diese, wenn sie sozusagen den kritischen Unterton so bemerken, könnten wir natürlich sagen, ja, es ist eine Entwicklung, die den Menschen, also die jedem Individuum mehr Raum, mehr Möglichkeiten der eigenen Subjektivierung, des Entwerfens, des sich selbst Gestaltens, das muss nicht negativ sein, aber da es eben so resonanzfrei ist. Denn der Digital Other ist in gewisser Weise resonanzfrei, weil er ist im Kopf, er ist kein Gegenüber. Ist es auch
Meiner nach ein dialektischer Umschlag von Freiheit. So. Ja, kein optimistisches Schlusswort, aber vielleicht ein Schlusswort, das sehr einprägsam ist. Danke. Danke, Frau Kauer.